kann ein Anwalt dir bei deiner MPU behilflich sein? Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig auch immer miterlebe, dass viele Menschen, die gerade auffällig geworden sind im Straßenverkehr, dass sie dann erstmal einen Anwalt anrufen. Ist ja auch erstmal vollkommen okay, aber ein Anwalt kann dir in der Konfiguration ja letztlich meistens gar nicht weiterhelfen, weil sobald die Polizei dein Blut abgezapft hat, dann ist es ein Beweis und die Polizisten selber sind auch noch Zeugen und in einer solchen Konfiguration kann ein Anwalt dir in der Regel nicht dabei helfen, dass du doch deinen Führerschein noch behalten darfst. Deswegen ist es im Normalfall auch einfach rausgeschmissenes Geld. Das Einzige, was ein Anwalt auch meiner Erfahrung nach machen kann in einem solchen Fall, wäre, dass man den Prozess, wo der Führerschein abgenommen wird, quasi in die Länge zieht. Aber mehr kann er da letztlich auch nicht machen. Ein anderes Beispiel, wo ein Anwalt vielleicht Sinn machen würde, wäre zum Beispiel, wenn ein Betroffener zu Hause ist und die Polizei klingelt und die sagen dir dann, ja, der Motor ist warm, sie sind gerade gefahren. Da wäre so eine Konfiguration, wo es eventuell wirklich Sinn macht, einen Anwalt einzuschalten, weil das ist so eine Zwiespaltsituation und dann kann es wirklich mit einem Anwalt auch funktionieren, dass dann doch das ganze Verfahren eingestellt wird. Aber im klassischen Sinne, wenn man dich dabei erwischt, wie du irgendeine Straftat begehst mit Alkohol oder mit Drogen oder wenn du unter Einfluss Auto fährst, sie dir Blut abzapfen, dann wird in einem Normalfall ein Anwalt dir dann nicht weiterhelfen können. Bei Anwälten ist es aber auch so, es gibt einmal die coolen und smarten Anwälte, die wirklich offen sind mit dir und auch sprechen darüber, wie es wirklich aussieht. Es gibt aber auch wieder die Art von Anwalt, die dann dir versucht, das Blaue von Himmel quasi runterzuholen, indem er dir sagt, ja, das kriegen wir alles hin, machen Sie sich keine Sorgen, Ihren Führerschein dürfen Sie weiter behalten. Und manche sind auch so krass drauf, die gehen dann sogar noch bis zum Gericht, obwohl sie im Hinterkopf wissen, okay, die Person hat eigentlich, ja, keine Chance, aber ich sage es hier trotzdem, weil ich einfach möchte, dass ich den Mandanten noch weiter betreue, damit ich letztlich auch mehr Geld dadurch verdiene. So, und das habe ich halt leider auch schon häufiger miterlebt. Da gab es Leute, die haben mehrere tausend Euro dann noch zusätzlich verbrannt, weil sie sich einfach darauf verlassen haben, was die anderen dann gesagt haben. Und letztlich ist es einfach etwas, was ich dir nicht empfehlen kann, dass du versuchst, das Ganze mit einem Anwalt zu retten, weil, wie gesagt, du musstest dich jetzt einfach der Sache stellen, mach den Prozess, steh darüber, dass du einfach Unsinn gebaut hast und dann ist die Sache auch okay. Natürlich kostet das Ganze auch etwas, aber jetzt einen Anwalt einzuschalten, kostet dich einfach am Ende des Tages das Doppelte. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, kannst du es gerne machen, dann wirst du aber auch sehen, dass es letztlich nichts bringt. Aber das alles aus der privaten Tasche zu zahlen, das macht dich am Ende des Tages einfach noch deprimierter über diesen ganzen Fall und das bringt es einfach nicht. Das heißt, wie gesagt, wenn du den klassischen Fall hast, dass man dir Blut abgenommen hat plus Polizei als Zeugen, dann vergiss den Anwalt, das wird dir letztlich einfach gar nichts bringen. Ich würde es allen empfehlen, die Probleme mit ihrem Führerschein hatten, sei es nun wegen Alkohol, Drogen oder Punktehöchststand, den man in Flensburg erreichen kann. Ich denke einfach, man ist hier sehr gut aufgehoben und dementsprechend bin ich einfach der Meinung, dass jeder sich hier melden sollte.